Eine Gruppe von Historikern und Wissenschaftlern hat sich einmal damit auseinandergesetzt, wie viele Kriege und Konflikte es eigentlich in unserer Welt in den letzten Jahrtausenden gab. Und sie haben festgestellt, dass in den letzten 5600 Jahren es nur knapp 300 Jahre gab, in denen Frieden geherrscht hat in unserer Welt. Wobei man dazu sagen muss, es gibt nur knapp 300 Jahre, wo es keine dokumentierten Kriege und Auseinandersetzungen in unserer Welt gab. Ich glaube, ich brauche niemanden hier im Raum noch erklären oder erzählen, dass wir in einer Welt leben, die voller Kriege, voller Konflikte ist, wo Krieg herrscht. Aber man muss schon sagen, dass bis vor einigen Jahren vielleicht für uns und vielleicht auch gerade so für meine Generation Krieg immer etwas war, das relativ weit weg war. Irgendwo auf irgendeinem anderen Kontinent, ja, da gibt es Kriege. Und ja, manchmal ist das Militär aus unserem Land irgendwie da beteiligt, aber alles ganz weit weg. Als dann 2022 der Krieg zwischen der Ukraine und Russland begann, sind einige aufgewacht. Auch wir hier, Regierungen, wurden sich dessen plötzlich bewusst, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, ob wir überhaupt selber wehrfähig wären. Plötzlich gibt es einen Krieg hier in Europa und die großen Nachrichtenportale titeln Krieg in Europa. Wir wurden wachgerüttelt. Es gibt einen Krieg und der Krieg ist Teil unserer Welt. Ihr Lieben, der heutige Bibeltext, der will uns auch wachrütteln. Er will uns wachrütteln, dass es nicht nur diese schrecklichen Kriege und Konflikte in unserer Welt gibt, sondern dass es auch einen Krieg gibt in einer Dimension, die wir manchmal vergessen, weil sie für unsere Augen unsichtbar ist. Es gibt einen geistlichen Kampf in unserer Welt und wir als Kinder Gottes, wir müssen gerüstet sein, wir müssen vorbereitet sein, bereit sein, mit der Kraft Gottes ausgestattet, um diesem Krieg begegnen zu können. Und darum soll es heute gehen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Gerüstet für den geistlichen Kampf. Wir werden darüber sprechen, was es bedeutet, sich zuzurüsten, gerüstet zu sein für diesen geistlichen Kampf. Der Bibeltext, der kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Und der erste Punkt, über den wir sprechen wollen, lautet, lass dich stark machen. Vers 10. Paulus spricht, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Man merkt hier, dass Paulus zum Abschluss des Briefes kommt, denn er beginnt hier mit schließlich. Ja, zum Abschluss, da muss ich euch noch etwas ganz Wichtiges sagen, was wichtig ist für alles, worüber wir vorher gesprochen haben. Das ist hier fast so wie die letzte Rede eines Kommandanten vor einem großen Krieg. Oder wie der Fußballtrainer, der in seiner letzten Ansprache die Mannschaft nochmal einstimmt, motiviert, bevor er sie rausschickt, aufs Feld. Was hat Paulus vorher gesagt? In den Kapiteln 1 bis 3, da sprach Paulus davon, dass wir durch die Gnade Gottes gerettet sind und dass wir berufen sind durch diese Gnade. Und dann beschreibt er ab Kapitel 4, was es bedeutet, dieser Berufung würdig zu leben. Er detailliert das und sagt und spricht davon, dass wir uns darum bemühen sollen, in Einheit zu leben in der Gemeinde, dass wir uns von Sünde trennen sollen, dass wir im Licht, in der Liebe, in der Weisheit leben sollen. Er spricht, wie ein berufenes Kind Gottes lebt in der Ehe, in der Familie, im Umgang mit den Kindern, aber auch am Arbeitsplatz. Und wer sich auf diesen Lebensweg begibt, den Paulus hier beschrieben hat, der muss mit Gegenwind rechnen. Wer versucht, so geistlich zu wachsen und immer mehr dieser Berufung würdig zu leben, der weiß, dass dieser Weg nicht immer einfach ist. Jeder von euch, der Jesus nachfolgt, weiß, denke ich, wovon ich rede. Ja, wir erleben als Christen so viel Freude, herrliche Freude und die Freude auf das, was noch vor uns liegt in Ewigkeit. Und das überwiegt natürlich absolut. Und doch ist da dieser Kampf, oder? Und doch ist da dieses geistliche Ringen, das wir als Christen auch erleben. Und genau wegen diesem Kampf sagt Paulus, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vielleicht fühlst du dich aber gar nicht so stark. Und jetzt kommt hier noch so ein Aufruf, hey, du musst stark sein. Vielleicht fühlst du dich geistlich gerade absolut schwach am Boden. Dann habe ich für dich eine sehr gute Nachricht hier aus dem Text. Es geht nicht darum, dass du aus dir heraus selbst stark sein musst. Und wehe, du bist nicht stark.
Diese Aufforderung ist hier in einem Passiv geschrieben. Nicht ich muss diese Kraft haben aus mir selbst, sondern was hier eigentlich steht, lautet: Lass dich stark machen. Lass dich stark machen vom Herrn. Der Herr will dich ausrüsten. Er will dich zurüsten mit seiner Kraft, damit du für die Herausforderungen des Lebens als Christ gewappnet bist. Und diese Kraft, sie ist überragend. Sie ist gewaltig. Sie überragt alles, was unser Denken hergibt. In Epheser 1, am Anfang des Briefes, hat Paulus diese Kraft schon ausführlich beschrieben. Und er beschreibt sie dort und er betet für die Epheser, dass sie sie erkennen. Da heißt es in Epheser 1, ab Vers 18. Er, Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ihr Lieben, diese Kraft Gottes, die Gott dir geben möchte, ist die Kraft, die Christus von den Toten hat auferweckt. Es ist die gleiche Kraft, die ihn hat auferstehen lassen in den Himmel, sodass er jetzt da zur Rechten Gottes sitzt, hoch erhaben über alles in dieser Welt. Selbst jede böse Macht ist unter seinen Füßen. Er ist erhaben. Und das, was das möglich gemacht hat, ist die Kraft Gottes, mit der er dich heute füllen möchte. Du musst also nicht stark sein, sondern einem starken Gott vertrauen, der in dir wirkt. Wenn du vielleicht gerade mitten im Kampf steckst und gerade ganz genau weißt, wovon wir hier reden, du dich vielleicht schwach fühlst, extrem herausgefordert, dann schau auf den, der dich stark macht. Ich habe zwei kleine Jungs zu Hause und momentan wollen sie eigentlich jeden Abend die Geschichte von David und Goliath lesen. Die Geschichte fasziniert die beiden. Meine Frau sagte mir heute Morgen noch, sie sind sich noch nicht ganz sicher, wen von beiden sie eigentlich cooler finden. Goliath mit seiner Größe und Stärke, der hat halt auch eine gewisse Wirkung auf Kinder. Diese Geschichte ist unglaublich. Wenn man sie jeden Abend neu liest, wird sie eigentlich nur unglaublicher. Da ist auf der einen Seite dieser kleine, zumindest oft in diesen Kinderbüchern klein dargestellte David, ein kleiner Hirtenjunge oder zumindest ein junger Hirtenjunge, der ohne irgendeine physische Rüstung mit einem Goliath kämpft. Ein Riese, ein gewaltiger Kämpfer, kriegserprobt, eine furchteinflößende Person, wo alle anderen Soldaten sich nicht getraut haben, mit ihm in den Kampf zu steigen. Und was macht David, als er hört, dass dieser Goliath Gott verhöhnt? Er zögert nicht. Man liest da nichts von einem Zögern. Sofort ist ihm klar, ich gehe los, ich nehme meine Steinschleuder und ich bringe den Kerl um. Ich erledige das selber. Mit einer Steinschleuder. Woher hat er diesen Mut? Woher hat er die Kraft, um so etwas zu tun? Man könnte schnell meinen, er war so mutig, weil er ja wusste, was für ein guter Steinschleuderer ist. Er war nicht so sicher, dass er diesem Kampf begegnen kann und siegreich hervorgehen kann, weil er so gut Steine schleudern kann. Ja, das konnte er. Ja, er war auch kampferprobt. Aber was sagte er zu Saul, bevor er in diesen Kampf ging? Er sagte: Mein Herr, der mich schon gerettet hat, als ich gegen Bären und Löwen gekämpft hat, er wird mich auch in diesem Kampf retten. Der für mich gekämpft hat, als ich schon damals meine Kämpfe ausfechten musste, er wird auch jetzt für mich kämpfen. Der mich damals stark gemacht hat, er macht mich auch jetzt stark. Ihr Lieben, David ist in diesen Kampf voll Mut reingegangen, weil er wusste, dass er einen Gott an seiner Seite hat, der ihm die Kraft gibt, diesen Goliath zu besiegen. Womöglich sitzt du heute hier und weißt ganz genau, was es bedeutet, angefochten zu sein, herausgefordert zu sein. Und du siehst einen Goliath gerade vor dir, der dir zu schaffen macht. Vielleicht fühlst du dich in diesem Kampf und in diesem Leben irgendwie diesen Herausforderungen gar nicht gewachsen. Fragst dich sogar, wie du bestehen sollst, woher du die Kraft nehmen sollst. Und würde es am liebsten sogar aufgeben. Ich weiß nicht, welche Situation und welcher Goliath da gerade dir vor Augen ist. Vielleicht macht dir seit langem eine Erkrankung zu schaffen. Tag für Tag merkst du, wie dir die körperlichen Schmerzen zusetzen und es wirkt sich auch immer mehr auf deinen inneren Zustand aus. Du sehnst dich so sehr nach Heilung und du kannst auch irgendwie nicht mehr. Es ist so eine herausfordernde Situation. Vielleicht bist du immer wieder dieser einen Sünde versucht, die schon seit langem dich im Griff hält und du hast den Eindruck, dass du aus eigener Kraft da einfach nicht rauskommst.
Du gibst vielleicht alles im Dienst für den Herrn. Du mühst dich ab, du investierst dich, aber du merkst schon seit längerem, dass du eigentlich selber nur noch leer bist. Du willst ja geben, aber hast den Eindruck, dass du überhaupt nichts mehr hast, was du geben kannst. Deine Kraft ist am Ende. Oder du merkst vielleicht, dass die Herausforderungen des Alltags, die du hast, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht zu Hause mit den Kindern, dich so sehr fordern, dass du mittlerweile richtig niedergeschlagen bist. Und nicht nur das, du merkst auch, wie sich diese Situation so richtig auf deine innere Reaktion dann auch auswirkt, wie plötzlich Zorn, Ungeduld, Ängste überhand nehmen. Du am liebsten eigentlich nur flüchten möchtest aus diesen Situationen. Dann sagt dir Vers 10 hier, du musst nicht stark sein, sondern einem starken Gott vertrauen, der dich kräftigt. Fühlst du dich kraftlos und ohnmächtig in Anbetracht deiner Kämpfe, dann schau auf den Herrn, der für dich kämpft. Denn wer diese Kraft hat, muss sich nicht fürchten. Egal, welche Lebensumstände auf dich warten, egal, welchen Angriff Satan für dich bereithält, dann kannst du so wie Paulus sagen, der auch einige schwierige Lebensumstände erlebt hat, in Philipper 4,13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Was auch kommen mag, egal welche Lebensumstände, was auch passiert, ich werde bestehen durch den, der mich kräftigt. Aber vielleicht ist es heute für dich auch wirklich dran, deine eigene Schwachheit anzuerkennen. Ganz offen und ehrlich dir zu sagen, ich kann nicht. Ich habe nicht selber die Kraft, um in diesem Kampf zu bestehen. Vielleicht ist das etwas, was du heute sogar zum ersten Mal so dir eingestehen musst und sagen musst, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Kraft, weil ich selber merke aus meiner Erfahrung, dass ich hier nicht siegreich aus diesen Kämpfen rausgehen kann. Vielleicht hast du diese Entscheidung für Jesus Christus auch noch nie in deinem Leben getroffen. Und du siehst die Kämpfe in dieser Welt. Du weißt ganz genau, wie herausfordernd das Leben überhaupt ist. Es setzt dir so zu. Du willst so nicht mehr. Du kannst so nicht mehr. Dann will ich dir zusprechen, komm zu Jesus, der dich stark macht, der dich retten will und der für dich eintritt. Ihr Lieben, wir brauchen diese echte geistliche Kraft, um bereit zu sein für den Kampf. Und wie das geht und warum wir eigentlich diese Kraft brauchen, das beschreibt Paulus dann nochmal genauer in den nächsten Versen. Das ist der zweite Punkt. Kenne deinen Feind. Wir lesen die Verse 11 bis 13. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Paulus beschreibt hier, wie wir geistlich stark werden, nämlich indem wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen und sie ergreifen. Aber bevor er diese Bestandteile der Waffenrüstung ab Vers 14 noch genauer beschreibt, erklärt er uns hier nochmal, warum wir diese Rüstung brauchen. Warum müssen wir gerüstet sein? Was passiert hier eigentlich? Wir müssen gerüstet sein, weil es einen geistlichen Kampf gibt, der um uns tobt. Und er redet hier nicht drumherum, wer unser Feind ist. Es ist der Teufel. Der Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Er richtet sich nicht gegen Menschen, gegen andere Religionen oder politische Systeme, auch wenn der Satan sie gerne für seine Ziele verwendet. Unser Kampf richtet sich gegen Böse und gegen unsichtbare Mächte in unserer Welt. Gegen die Kräfte der Finsternis, gegen den Teufel und die Dämonen. Und der Teufel ist nicht einfach nur eine symbolische Figur für das Böse in unserer Welt. Der Teufel ist eine Person, ein gefallener Engel, der sich von Gott abgewendet hat, so wie auch die Dämonen. Sie sind mächtige Wesen. Nicht umsonst werden sie hier beschrieben als Gewalten, Weltbeherrscher, Mächte der Bosheit. Ihr Lieben, das sind ernstzunehmende Gegner. Keine in Karnevalskostümen verkleideten Figuren. Ihr Lieben, so mächtig dieser Gegner aber auch erscheint, er ist schon lange besiegt. Wir brauchen uns vor ihm nicht fürchten. Schaut mal, in Kolosser 2, Vers 15 wird dieser Triumph Jesu beschrieben. Da heißt es, Jesus, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.
Ihr Lieben, der Sieg ist schon errungen. Christus hat gesiegt. Am Kreuz von Golgatha hat er den Schuldschein, der gegen uns ausgestellt war, an das Kreuz genagelt und er hat auch damit die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Er hat gesiegt. Der Triumph steht fest. Wir haben es hier also nur noch mit einem schon längst besiegten Gegner zu tun. Denn Christus hat den Sieg errungen. Und dieser Triumph wird in Zukunft noch in seiner Gänze sichtbar werden, wenn Gott den Teufel und die Dämonen in den Feuersee werfen wird. Aber bis dahin, und darauf will uns der Text hinweisen, ist dieser besiegte Gegner immer noch jemand, der seine Niederlage nicht eingesteht und immer noch versucht, uns zu schaden. Mit diesen bösen Mächten sind wir in einem Kampf. Das Wort, das hier im Text steht für den Kampf, das griechische Wort lautet Palä. Der Palä war damals in der Antike ein Ringkampf, ähnlich dem Ringen heutiger Zeit. Beim Ringen eins gegen eins kämpft man miteinander, aber nicht indem man plump einfach aufeinander einhaut, sondern indem man mit geschickten Griffen, mit Tricks, mit Tritten, mit Beinchenstellen irgendwie versucht, den Gegner zu packen zu bekommen und zu Boden zu werfen, ihn niederzuringen. Wie in einem Ringkampf versucht der Teufel, uns durch Listen zu Fall zu bringen. Er hat seine Strategien. Er versucht, uns zu packen zu bekommen, wenn wir unaufmerksam sind. Um uns zu Fall zu bringen, wendet er viele listige Strategien an, heißt es hier. Er lenkt und verändert Umstände in unserem Leben, um uns zur Sünde zu reizen. Er ist der Versucher, der versucht, uns zur Sünde zu verführen oder uns aber auch zur Selbstgerechtigkeit anzuspornen. Er verbreitet durch Irrlehrer falsche Lehren, um uns von der Wahrheit abzulenken. All das tut er, damit wir von Gott abgelenkt sind. Er ist ein Ankläger, der uns mit Beschuldigungen und Zweifeln angreift, um uns ins Straucheln zu bringen. Hat Gott wirklich gesagt? Er kennt unsere schwächsten Stellen und schießt immer wieder seine feurigen Pfeilen auf uns ab. Ich habe kürzlich mit einem Polizisten aus unserer Gemeinde gesprochen, weil er gerade nicht im Dienst war, hatte er aber seine Dienstkleidung natürlich nicht an. Er war also zivil unterwegs. Er hat gesagt, dass er sich aber jederzeit mit seinem Dienstausweis selber in den Dienst stellen kann. Er holt aus seinem Portemonnaie seinen Dienstausweis, zeigt ihn vor und kann quasi in der Autorität eines Polizisten eingreifen. Also zu jeder Zeit kann er sich selbst in den Dienst stellen, wenn er zum Beispiel ein Verbrechen sieht und hier eingreifen möchte. Aber dabei gibt es ein Problem, das mir dann aufgefallen ist beim Nachdenken. Wenn er zivil unterwegs ist, ist er womöglich nicht für den Einsatz gekleidet. Er hat keine Schutzkleidung an. Er hat keine Waffe dabei, um sich zu verteidigen. Man sieht ihm auch optisch wahrscheinlich nicht an, dass er Polizist ist. Ihm fehlt da vielleicht so die Autorität dann auch. Um Hilfe anzufordern, müsste er sein Handy dabei haben, die Notrufnummer anrufen, weil er sein Funkgerät nicht dabei hat. Er kann sich zwar jederzeit als Polizist in den Dienst stellen, aber seine Kleidung, die hat er an Feierabend abgelegt. Ihr Lieben, als Christen können wir uns nicht erlauben, unsere Dienstkleidung zu irgendeiner Zeit abzulegen. Wir können es uns nicht erlauben, unsere geistliche Ausrüstung, unsere geistlichen Waffen nicht bei uns zu haben. Und das beginnt damit, dass wir uns mit diesem Kampf auseinandersetzen und diesen Kampf kennen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir unter den Angriffen des Teufels nicht nur irgendwelche außergewöhnlichen, sensationellen Ereignisse verstehen. David Paulson, der hat es so formuliert: Der echte Teufel ist ausgesprochen normal und seine Rolle ist vollständig in den Alltag integriert. Das alltägliche Böse ist das Geschäft des Teufels. Gerade das macht diese Angriffe ja auch so gefährlich. Kennst du diese alltäglichen Angriffe des Teufels? Dir fällt vielleicht plötzlich eine Sünde aus deiner Vergangenheit ein und du hast auf einmal den Eindruck, dass diese Sünde einfach nicht vergeben werden kann. Du spürst auf einmal diese Gedanken der Anklage, die hämmern auf dein Herz. Du bereitest dich gerade vielleicht auf einen Dienst in der Gemeinde vor. Und genau dann, wenn es echt nicht passt, ist zu Hause alles drunter und drüber. Deine Kinder sind krank, du bist krank. Es ist, als wenn jemand wirklich etwas dagegen hat, dass du deinen Dienst tust. Du willst losfahren zu einem Einsatz im Dienst und auf einmal kommen da diese Angriffe, diese Zweifel. Mache ich überhaupt das Richtige? Du bist im Internet unterwegs, auf eigentlich unverfänglichen Seiten, bist vielleicht auf der Arbeit, recherchierst etwas und auf einmal ploppt da so eine merkwürdige Werbung auf.
die dich zu sündigen Gedanken versuchen möchte. Du bist vielleicht alleinstehend und wünschst dir einen Partner. Du bist verheiratet oder du bist verheiratet und hast einen bisher unerfüllten Kinderwunsch. Und der Teufel nutzt diesen Umstand, greift immer wieder an diesen Punkt an und versucht dir mit seinen Gedanken klarzumachen, du wirst nicht glücklich, wenn du das nicht hast. Kennst du diese Angriffe in deinem Herzen? Vielleicht sind es noch ganz andere, die du aus deinem Leben erzählen könntest. Es geht bei diesen geistlichen Angriffen aber nicht um meine Umstände. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es bei diesen geistlichen Angriffen eigentlich um mein Herz geht. Wir können den Satan nicht für unsere Schulden, unsere Sünden verantwortlich machen, auch wenn er hinter vielem Bösen steht. Aber die eigentliche Frage, wenn eben diese Angriffe kommen, ist die Frage meines Herzens. Der geistliche Kampf ist ein Kampf um dein Herz. Mit jedem Angriff des Teufels, mit jeder Versuchung, mit jedem zweifelnden Gedanken wird dir eigentlich die Frage gestellt, wem dein Herz gehört und wer der König deines Herzens ist. Ich weiß, wir sehen oft die Umstände, wenn so ein geistlicher Angriff kommt. Und wir beten und wünschen uns so sehr, dass sich Umstände ändern, dass es leichter wird. Aber das können wir nicht versprechen. Wir können dafür beten und es ist auch in Ordnung, das ist gut, dass wir dafür beten. Aber manche Umstände bleiben. Der Kampf bleibt oft hart, der Gegenwind ist oft anhaltend. Der eigentliche Kampfplatz aber ist dein Herz. Und hier stellt dir Jesus in diesem Kampf die Frage, wem folgst du? Wem glaubst du? Wer ist dein Herr? Und ihr Lieben, um in diesen Kämpfen bestehen zu können, um ein Herz zu haben, das behütet ist, das bereit ist, das gerüstet ist, um bei diesen Angriffen standzuhalten. Das ist ein Herz, das eben das braucht, was Paulus dann in den Versen 14 bis 17 genauer beschreibt. Das ist der dritte Punkt dieser Predigt. Rüste dich mit dem Evangelium. Die Verse 14 bis 17. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. So steht nun, sagt Paulus hier. Das hat er schon in den Versen vorher gesagt, als er diesen Ringkampf beschreibt. Und auch da sagte er schon, wir brauchen diese Waffenrüstung, damit wir, wenn die Angriffe kommen, stehen bleiben können. Damit wir bestehen können, damit wir widerstehen können. Und hier erwähnt er es noch einmal und sagt, so steht nun fest. Warum sollen wir stehen? Warum sollen wir einfach stehen bleiben? Weil das Land bereits gewonnen ist. Wir finden ja meines Erachtens keine Anweisung anzugreifen, neues Land zu erobern oder irgendeinen neuen Sieg zu erringen, denn Christus hat den Sieg schon errungen. Er hat schon triumphiert. Der Sieg wurde schon errungen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, auf dem errungenen Sieg Jesu Christi fest stehen zu bleiben und an dem festzuhalten, was Jesus schon für dich getan hat. Der Herr hat für dich gekämpft. Er hat dein Heil schon errungen. Halte fest an dem, was er verheißt. Und das machen wir, indem wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, die uns stark macht für den geistlichen Kampf. Diese Waffenrüstung beschreibt Paulus mit ganz vielen unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen eines Soldaten. Er spricht von einem Gürtel, er spricht vom Brustpanzer, er spricht von Schuhen, von einem Schild, einem Helm, und einem Schwert, das wir aufnehmen sollen. Als Paulus diesen Brief schrieb, war er wahrscheinlich in Gefangenschaft an einen römischen Soldaten gekettet. Nicht wahrscheinlich, er war in Gefangenschaft an einen römischen Soldaten gekettet. Und möglicherweise hat ihn dieser Anblick dieses Soldaten eben zu dieser bildlichen Sprache inspiriert. Aber sehr wahrscheinlich dachte er auch an die vielen alttestamentlichen Stellen, insbesondere aus dem Buch Jesaja, die eben auch diese Waffenrüstung beschreiben. Ich denke aber, dass man bei der Bedeutung der Gegenstände vorsichtig sein sollte, sie nicht überzubetonen. Ja, ein 1. Thessalonicher Brief zum Beispiel, da sind der Glaube und die Liebe der Brustpanzer. Und hier im Epheserbrief ist die Gerechtigkeit der Brustpanzer. Auch daran sieht man schon, es kommt jetzt nicht so ganz genau auf den Gegenstand an. Deshalb werde ich mich hier auch nicht so darauf konzentrieren, euch zu erklären, warum ausgerechnet der Gegenstand mit diesem geistlichen Aspekt zusammenhängt.
Denn viel wichtiger als die genannten Rüstungsgegenstände ist das, was hier geistlich im Vordergrund steht. Die geistliche Rüstung, sie besteht aus folgenden Elementen. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, das Evangelium des Friedens, der Glaube, unsere Rettung und das Wort Gottes. Und ich kann dem, was Milton Vincent in das Evangelium im Alltag über diesen Text schreibt, total etwas abgewinnen. Er schreibt, dass in jedem Teil der Waffenrüstung eigentlich das Evangelium gemeint ist. Und dass es alles im Grunde verschiedene Umschreibungen des einen Evangeliums sind, das wir brauchen, um bestehen zu können. Deshalb heißt es hier eigentlich, rüstet euch mit dem Evangelium. Steht fest auf dem Fundament des Evangeliums, um bereit zu sein für diesen geistlichen Kampf. Lasst uns diese einzelnen Elemente anschauen. Ich weiß, man könnte über jedes einzelne Element eine ganze Predigt halten, aber ich werde mich natürlich nur darauf beschränken, hier uns den roten Faden durch diese Verse zu zeigen. Der erste Gegenstand ist der Gürtel der Wahrheit. Im Epheserbrief hat Paulus schon geschrieben, dass das Evangelium und Jesus selbst diese Wahrheit ist. Diese Wahrheit hat uns gerettet und sie heiligt uns. Wir brauchen die Wahrheit des Evangeliums, um die Lügen des Satans aufzudecken und ihnen zu widerstehen. Der Satan versucht immer wieder, uns mit Lügen von Gott und seiner Wahrheit abzubringen. Er spricht Lügen aus, wie, wenn die anderen in der Gemeinde wirklich sehen würden, was für ein Versager ich wäre, dann würden sie mich bestimmt ablehnen. Oder Lügen wie, jetzt hast du alles ruiniert, für dich gibt es keine Vergebung mehr. Oder du bist nicht genug, um ein Christ zu werden. Du bist nicht gut genug, um dich taufen zu lassen? Warte noch. Andere Lügen könnten sein, die er uns einspricht. Du wirst es nie schaffen, dich zu ändern oder von der Sünde freizukommen. Gott liebt dich nicht. Wenn du dies oder jenes nicht hast, kannst du nicht glücklich werden. Kennst du diese Lügen, die manchmal auf einmal dich treffen? Und diesen Lügen müssen wir die Wahrheit Gottes entgegensetzen und den Teufel in die Schranken weisen. Ich widerstehe Satans Lügen durch Gottes Wahrheit. Das ist das erste Ausrüstungsgegenstand, den wir anziehen müssten. Das bedeutet aber auch, sich für die Wahrheit zu entscheiden, die Wahrheit anzunehmen und der Wahrheit zu vertrauen, persönlich auch aus der Dunkelheit herauszutreten und ans Licht zu kommen in die Wahrheit. Das kann für dich beinhalten eine Sünde, die du vielleicht schon seit langem mit dir rumschleppst und die du vielleicht mit einem Lügenkonstrukt im Verborgenen hältst, ans Licht zu bringen. Der Lügner sagt dir vielleicht, was werden die Leute sagen, wenn ich das tue? Aber Jesus sagt, komm ins Licht, komm in die Wahrheit und du nimmst dem Satan die Macht. Das zweite, was Paulus hier nennt, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerecht vor Gott zu sein, das kann nur derjenige, der von Jesus gerechtfertigt wurde. Im 2. Korintherbrief, da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also Jesus Christus, der keine Sünde kannte, trug unsere Schuld, wurde zur Sünde gemacht, damit ich, der ich so voller Schuld und voller Sünde bin, jetzt vor Gott stehen kann. Und das, was Gott sieht, ist Gerechtigkeit. Gerechtfertigt. Das habe ich nicht verdient. Aber ihr Lieben, das ist die Botschaft des Evangeliums, dass ich gerechtfertigt bin, nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was er für mich getan hat. Was für eine wunderbare Gnade. Und deshalb darfst du für dich heute festhalten, ich bin gerecht vor Gott. Diese Wahrheit ist so wichtig. Wir müssen uns mit ihr rüsten. Wir müssen sie uns täglich predigen. Ich bin gerecht gesprochen vor Gott. Es ist so wichtig für uns im geistlichen Kampf, diese Wahrheit anzuziehen. Denn der Satan, der versucht uns anzuklagen. Er erinnert uns an unser vergangenes Versagen. Und er will uns klar machen, dass wir so vor Gott doch überhaupt gar nicht bestehen können. So wie ich doch bin, kann ich doch jetzt nicht zu ihm beten. Oh doch, du bist gerecht gesprochen vor Gott. Du kannst zu ihm kommen. Aber für uns als Kinder Gottes gibt es keine Anklage mehr. Im Kolosserbrief beschreibt Paulus, dass diese Anklageschrift, die gegen uns ausgestellt war, ans Kreuz genagelt wurde von Jesus Christus. Als nächstes spricht Paulus von den Schuhen des Evangeliums, des Friedens.
dass das Evangelium uns Frieden gebracht hat. Das hat Paulus schon in Kapitel 2 dieses Briefes ganz deutlich beschrieben. Ja, durch Christi Tod am Kreuz sind wir nicht nur gerettet, sondern wir haben Frieden mit Gott und wir haben sogar Frieden mit anderen Menschen. Denn Jesus ist es, der uns den Frieden gebracht hat. Er ist der Frieden. Wo einst verfeindete Völker waren, verbindet das Evangelium, schweißt uns als Gläubige zusammen zu einer Einheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir folgende Wahrheit festhalten. Ich habe Frieden mit Gott und anderen Gläubigen. Wenn der Satan versucht, einen Spalt zwischen uns zu treiben, wenn er versucht, uns zu verstricken in kleinlichen theologischen Diskussionen, wenn er manchmal sogar Kriege anzettelt, die dafür sorgen, dass auf einmal Menschen zweier Nationen in einer Gemeinde sich nicht mehr begegnen können, dann versucht der Satan hier einen Spalt, uns zu spalten, uns zu trennen. Und hier müssen wir dem begegnen und sagen, wir haben Frieden durch Jesus Christus. Wir sind eins gemacht. Er hat uns allen vergeben. Wir sind alle Sünder. Aber wir haben Frieden in Jesus Christus. Und durch ihn können wir bestehen. Und dann hat der Satan keine Chance, hier etwas auszurichten und diese Einheit zu zerstören, für die wir kämpfen sollen. Als Viertes sollen wir den Schild des Glaubens ergreifen. Ein Schild schützt. Und in diesem Fall schützt ein Schild vor den Pfeilen des Teufels. Und genauso ist es mit dem Glauben. Der Glaube schützt uns, wenn der Satan seine Pfeile auf uns abfeuert. Der Glaube, der ist ein Vertrauen auf die Kraft und die Macht Gottes. Er ist ein Festhalten an den Verheißungen Gottes. Wer glaubt, der erwartet seine Hilfe von Gott. Und deshalb predige es dir jeden Tag aufs Neue. Ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf Gott und seine Botschaft, auf sein Evangelium. Ich vertraue Gott. Matthew Henry hat das, finde ich, gut ausgedrückt. Er sagte, der Glaube ist eine feste Überzeugung und Erwartung, dass Gott alles erfüllen wird, was er uns in Christus verheißen hat. Ihr Lieben, der Glaube steht nicht auf einem unsicheren Fundament. Der Glaube ist nicht ein unsicheres Wagen, ein unsicheres Denken, es könnte so sein. Unser Glaube steht auf einem sicheren Fundament, auf Gottes Wort, auf seinem Evangelium. Und deshalb ist unser Glaube begründet. Halte fest, glaube, vertraue auf Gott und sein Evangelium. Und es wird dich durchtragen, wenn der Satan anfängt, seine Pfeile auf dich abzuschießen. Es wird dich schützen und seine feurigen Pfeile fallen zu Boden. Der fünfte Bestandteil der Waffenrüstung Gottes ist der Helm des Heils. Das Bewusstsein, dass ich gerettet bin, gibt mir Ruhe im Kampf. Zu wissen, dass Christus mich schon gerettet hat, verändert die Dynamik des Kampfes völlig. Wir sind sogar schon jetzt ein Stück weit Himmelsbürger, sagt der Epheserbrief. Mit einem Bein stehen wir sogar schon im Himmel. Und wir warten nur noch darauf, dass der Moment kommt, wo der Herr uns holt, wo wir völlig bei ihm sein werden. Aber du bist jetzt schon ein gerettetes Kind Gottes. Deine Rettung kommt nicht erst in Zukunft. Schon jetzt bist du gerettet. Dein Heil ist sicher. Und deshalb halte daran fest, meine Rettung ist sicher. Nicht sicher, weil du so toll wärst, weil du so gut bist, weil du es dir erarbeiten könntest. Weil Jesus Christus den Sieg errungen hat. Deshalb ist deine Rettung sicher. Er lässt dich nicht los. Er hält dich fest, egal was in dieser Welt passiert. Ja, der Kampf im Leben als Christ ist manchmal nicht leicht. Aber es darf uns ruhig machen zu wissen, dass meine Rettung sicher ist in Christus. Der letzte Gegenstand, und genauso wichtig natürlich wie alle anderen, ist das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Wie man das Wort Gottes im geistlichen Kampf anwendet, hat Jesus am besten gezeigt, als er vom Teufel versucht wurde. Bei jeder Versuchung des Teufels entgegnete Jesus einfach nur, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und vielleicht erlebst du gerade, wie der Satan versucht, auf dich einzureden, dir Lügen in dein Herz zu sprechen. Er versucht, dich anzugreifen. Dann nimm Gottes Wort, berufe dich darauf und spreche es aus. Es steht aber geschrieben. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Er ist auch dafür da, um uns zu helfen, im richtigen Moment die richtigen Verse vielleicht auch nochmal im Kopf zu haben und uns daran zu erinnern, was Christus verheißen hat. Aber ja, es gibt auch unsere Komponente, dass wir uns mit dem Evangelium befassen, dass wir uns damit beschäftigen, es besser kennenlernen, damit wir gerüstet sind
wenn der Angriff kommt. Ihr Lieben, es ist so ein Segen, dass wenn man plötzlich merkt, wie so eine Lüge auf einmal angeflogen kommt, man einfach Gottes Wort auspacken kann und sagen kann, hier steht es. Hier steht es. Ich brauche mich nicht fürchten. Und ebenso ist es so hilfreich im Gespräch miteinander. Der geistliche Kampf ist keine One-Man-Show, wir sind nicht allein. Wir stehen miteinander ein. Wir kämpfen zusammen. Und wie gut ist es, wenn auf einmal ein Bruder oder eine Schwester zu dir kommt und sagt, boah, ich habe so zu kämpfen mit dieser und dieser Sache. Das hier macht mir so zu schaffen. Boah, ich habe so eine Angst, solche Sorgen. Und du dann einfach Gottes Wort auspacken kannst und sagen kannst, schau mal, es steht geschrieben. Und ihr Lieben, das gibt Hoffnung. Denn das ist ein sicheres Fundament. Wir müssen uns auf das Evangelium stellen, daran festhalten, darauf vertrauen. Und dann kann kommen, was wolle. Egal welcher Pfeil angeflogen kommt, du stehst sicher auf dem schon errungenen Sieg Jesu Christi, der in dem Evangelium proklamiert wird. John Dorsey beschrieb seinen geistlichen Kampf mal wie folgt. Heute hatte ich einen schweren Kampf, im Gebetskämmerlein zu bestehen. Ich ging rein, um Gott zu begegnen und mit ihm zu reden, aber ich fand mich Satan gegenüber. Er flüsterte, du kannst nicht mehr wirklich beten, das hast du doch schon längst verlernt. Du könntest etwas aufsagen, während du hier kniest, aber beten, das kannst du gewiss nicht. Da zog ich meinen Helm herunter bis über meine Ohren. Jetzt war seine Stimme schon leiser und meine Furcht verschwand. Ich warf einen Kontrollblick auf den Rest meiner Ausrüstung. Meine Füße beschuht mit der Friedensbotschaft. Meine Hüften umgürtet mit Wahrheit. Mein Schwert, Gottes Wort. Auch mein Brustpanzer der Gerechtigkeit sitzt fest, um die Liebe in meinem Herzen zu bewahren. Mein Glaubensschild ist intakt. Und so fielen seine feurigen Pfeile wirkungslos zu Boden. Ich rief zu Gott in Jesu Namen, der sein Blut für mich vergossen hat. Und während Satan beschämt wegschlich, begegnete ich Gott und redete mit ihm. Vielleicht hast du in diesem geistlichen Kampf das Gefühl, dass du der Situation hoffnungslos ausgesetzt bist. Dass wenn diese Anfechtungen kommen, wenn Angriffe kommen, du gar nicht in der Lage bist, überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen. Du bist dem einfach ausgeliefert, so als wärst du machtlos. Aber das ist eine Lüge. In Christus haben wir die Kraft, uns fest auf das Evangelium zu stellen und diesen Lügen zu begegnen. Paulson, der schrieb auch mal, die Macht des Satans über das Leben eines Menschen weicht stets der Buße und dem Glauben an Christus. Wo du dich dafür entscheidest, den Wahrheiten des Evangeliums zu glauben, hieran festzuhalten, dich hier drauf zu stellen, muss Satan weichen. Wo du deine Schuld bekennst, wo du Buße tust, wo du damit ins Licht kommst und sagst, Herr, hier ist meine Schwachheit, mach du mich stark, muss Satan weichen. Das Evangelium verändert alles. Also stell dich auf das Evangelium, rüste dich mit dem Evangelium. Ich will dich ermutigen, dieses Evangelium auch immer mehr kennenzulernen und es immer mehr zu glauben. Dafür ist es extrem wichtig, dass wir uns persönlich, ausführlich mit Gottes Wort beschäftigen. Wir brauchen es tagtäglich mit dem Wort Gottes gestärkt zu werden. Das ist Nahrung, die wir brauchen. Ich möchte an dieser Stelle gerne auch ein gutes Buch weiterempfehlen. Das Buch heißt das Evangelium im Alltag. Ich habe es vorhin schon einmal zitiert. In diesem Buch werden einfach in kurzen Andachten, Tag für Tag, wird das Evangelium in seinen Einzelteilen beschrieben. Ganz viele Bibelverse, ganz wertvolle Sache, wenn man einfach das Evangelium noch mehr verstehen möchte. Und der Buchrücken, der sagt es schon deutlich, predige dir selbst das Evangelium. Predige dir selbst das Evangelium. Ihr Lieben, das brauchen wir, um im Kampf zu bestehen. Aber ich möchte es auch sagen, hier geht es nicht einfach nur darum, gewisse Lesegewohnheiten zu verändern, jetzt etwas mehr in der Bibel zu lesen oder ein gutes Buch auszupacken. Ihr Lieben, darum geht es nicht in erster Linie. In allererster Linie geht es darum, dass wir uns Jesus zuwenden. Die Zuwendung zu Jesus Christus ist der Sieg im geistlichen Kampf. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Ob du Christ bist oder nicht, ich will dich ermutigen, dich Christus zuzuwenden. Wenn du an der Schwelle bist, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich will dir mein Leben abgeben, aber etwas hindert dich noch. Und es ist so herausfordernd und du schaffst es nicht, diesen Schritt zu gehen. Das sind Lügen, das sind Angriffe, was es auch sei. Ich will dir heute zusprechen, wende dich heute Christus zu. Wende dich Jesus und seinem Evangelium zu. Wenn du im Kampf gegen die Sünde stehst
und bisher vielleicht eher auf deine Kraft vertraut hast und gemerkt hast, dass es so nicht funktioniert, dann wende dich heute Christus zu. Wenn dich Zweifel deiner Gehaltsgewissheit plagen, dann wende dich heute Christus zu. Und er will dich stark machen und dich kräftigen. Ich möchte euch heute einladen, diese Entscheidung noch einmal für euch zu bekräftigen. Und wenn du das möchtest, kannst du gerne auch gleich in der Anbetungszeit, die wir haben wollen, hier auch gerne zum Kreuz kommen und es damit auch symbolisieren, dass du dich Christus wieder neu zuwenden möchtest. Du kannst hier beten und sagen, Christus, gib mir diese Kraft, die ich nicht habe. Vielleicht willst du mit jemandem zusammen beten, du brauchst einen Gebetspartner. Da möchte ich gerne oder auch andere hier für dich einstehen. Wir wollen gerne mit dir beten. Auch dieses Angebot ist für dich da. Aber du kannst das natürlich auch an deinem Platz machen. Für dich in dieser Anbetungszeit hier nicht nur Gott anzubeten, ihn zu loben für diese wunderbare Kraft und dass er uns festhält, sondern du kannst auch am Platz ihn anbeten, indem du zu ihm sprichst und sagst, Herr, danke dir für diesen errungenen Sieg und ich will diese Kraft von dir erhalten. Bete zu ihm, wende dich ihm zu. Und ich möchte schließen mit Versen aus dem Römerbrief, die in meinen Augen in all diesem Kampf die größte Ermutigung für uns sind und im Grunde die Zuversicht, die wir haben. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, Gott ist größer. Christus hält dich fest, egal was kommen mag. Römer 8, die Verse 37 bis 39. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.